EA Productions. EA Productions liest Hans-Christian Andersen. Heute das Geldschwein. In der Kinderstube lag eine Menge Spielzeug umher. Auf dem Kleiderschranke stand die Sparbüchse, welche von Ton und beim Töpfer gekauft war, und zwar in der Gestalt eines kleinen Schweines. Sie hatte natürlicherweise eine Spalte im Rücken, und mit einem Messer war diese Spalte so erweitert, dass auch harte Talerstücke durchschlüpfen konnten, und es waren schon außer vielen Groschen 2 solcher durchgeschlüpft. Das Geldschwein war dermaßen vollgestopft, dass es nicht mehr klappern konnte, und das ist das Höchste, wozu ein Geldschwein es zu bringen vermag. Da stand es nun oben auf dem Schranke, hoch und erhaben, und blickte herab auf alles, was sich sonst in der Stube befand. Es wußte gar wohl, daß es mit dem, was es im Magen hatte, den ganzen Kram hätte kaufen können, und das nennt man ein gutes Bewusstsein haben. Daran dachten gleichfalls die anderen, wenn sie es auch nicht aussprachen. Es gab ja manches andere zu besprechen. Der Kommodekasten war halb ausgezogen, und dort zeigte sich eine große hübsche Puppe, wenn sie auch etwas alt und im Halse genietet war. Sie schaute hinaus und sagte, »Jetzt wollen wir Menschen spielen, das ist doch immer etwas.« Und nun geriet alles in Aufruhr. Selbst die eingerahmten Schildereien an der Wand kehrten sich um und zeigten, dass sie auch eine Kehrseite hatten, aber sie taten es keineswegs, um zu protestieren. Es war tief in der Nacht. Der Mond schien durch die Fensterscheiben und verlieh die billigste Beleuchtung. Das Spiel sollte nun beginnen, und alle, selbst der Kinderwagen, der jedoch jedenfalls zu den gröberen Spielzeugen zählte, wurde zur Beteiligung aufgefordert. »Jeder hat seinen besonderen Wert«, sagte der Wagen. »Wir können nicht alle von Adel sein. Es müssen welche da sein, die was schaffen, wie man sagt.« Das Geldschwein war der einzige, an den eine schriftliche Einladung erging. Es stand zu hoch, und man war der Ansicht, es würde die mündliche Aufforderung nicht annehmen. Es antwortete auch nicht und sagte nicht, ob es sich einstellen würde, und es stellte sich nicht ein. Wenn es mit dabei sein solle, müsse es das Spiel vom Hause aus genießen. Danach könnten sie sich richten, und das taten sie auch. Das kleine Puppentheater wurde nun so aufgestellt, dass das Geldschwein gerade hineinschauen konnte. Sie wollten mit Komödie anfangen, und später sollte Teegesellschaft und Verstandsübung sein. Doch begannen sie mit dieser letzteren sofort. Das Schaukelpferd sprach vom Training und Vollblut. Der Kinderwagen von Eisenbahnen und Dampfkraft. Schlug das doch alles in ihr Fach, und es gehörte also dazu, dass sie davon sprachen. Die Stutzuhr sprach von der Politik, tick, tick. Sie wußte, was die Glocke schlagen, wenn man sich auch zuflüsterte, sie ging nicht mehr richtig. Der Rohrstock stand steif und stolz da, sich auf seine messingne Zwinge und seinen silbernen Knopf etwas einbildend, wo er doch beschlagen oben und unten. Auf dem Sofa lagen 2 gestickte Kissen, hübsch und dumm. Und nun ging die Komödie an. Alle saßen und schauten dem Spiele zu, und es wurde gebeten, man möge knallen, klatschen und lärmen, je nachdem man Vergnügen habe. Aber die Reitgerte sagte, sie knalle nie für die Alten, immer nur für die Jungen, die noch keinen Bräutigam hätten. »Ich knalle für alles«, sagte die Knallerbse. »Irgendwo muss man doch sein«, meinte der Spucknapf. Das waren nun so Gedanken, die jeder hegte, während er der Komödie zuschaute. Das Stück taugte nichts, aber es wurde gut gespielt. Sämtliche Spielende kehrten die bemalte Seite dem Publikum zu. Sie waren so gemacht, dass man sie nur von dieser Seite und nicht von der Kehrseite sehen durfte. Und alle spielten ausgezeichnet, über die Lampen hinaus. Der Draht war ein wenig zu lang, aber dann taten sie sich auch umso mehr hervor. Die genietete Puppe war ganz hin, so sehr hin, dass sie an der genieteten Stelle am Halse wieder auseinanderging, und das Geldschwein war in seiner Weise dermaßen entzückt, dass es den Entschluss faßte, etwas für einen der Künstler zu tun,
ihn in seinem Testamente zu bedenken als denjenigen, welcher mit ihm zusammen in der Familiengruft beigesetzt werden sollte, das heißt, wenn es erst soweit wäre. Es war ein wahrer Genuss, ein so wahrer, dass man auf den Tee verzichtete und es bei der Verstandesübung bewenden ließ. Das nannte man Menschenspielen, und darin war durchaus keine Bosheit, denn sie spielten eben nur, und jeder dachte bloß an sich und daran, was wohl das Geldschwein denken möchte. Das Geldschwein dachte am längsten, es dachte ja an Testament und Begräbnis, und wann käme dieses wohl zustande? Immerhin viel eher, als man es erwartet hätte. Knack! Fiel es vom Schranke herunter, fiel auf den Fußboden und zersprang in Scherben, und die Groschen tanzten und hüpften, daß es eine Lust war. Die Kleinsten drehten sich wie ein Kreisel, die Großen rollten davon, namentlich der eine harte Silbertaler wollte in die Welt hinaus. Und er kam auch in die Welt hinaus, und das gelang ihnen allen insgesamt. Die Scherben von dem Geldschweine wurden in das Kehrichtfass getan, aber auf dem Schranke stand wieder tags darauf ein neues irdenes Geldschwein. Es hatte noch keinen Heller im Magen, weshalb es denn auch nicht klappern konnte. Und hierin ähnelte es dem anderen. Das war immerhin ein Anfang, und mit dem wollen wir ein Ende machen. Ich, ey.